Also wir sind hier im Literaturhaus. Ich sitze hier mit Bettina Fischer vom Literaturhaus und dem Vorstandsvorsitzenden des Vereins Literaturszene Köln, Uwe Kalkowski. Also es wird am 4. Mai eine Literaturnacht geben, die erste Kölner Literaturnacht. Das Programm ist sehr beeindruckend. Gerade für das erste Mal würde ich sagen, eine große organisatorische Leistung. Es gab ja diesen Aufruf im letzten Jahr, wo sozusagen Ideen vorgeschlagen werden konnten. Da war auch die Reaktion schon riesig. Genau, es gab diesen Aufruf, mit dem wir also quasi eine Ausschreibung gemacht haben und gesagt haben, wir wollen eine Literaturnacht organisieren, weil der Verein Literaturszene Köln sich ja gegründet hat, um Lobbyarbeit für die sehr lebendige Kölner Literaturszene zu machen. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal einen Testballon, was können wir gemeinsam machen? Und das ist so eine konzentrierte Aktion, so eine Literaturnacht, die gab es ja bisher in Köln noch nicht. Und tatsächlich haben wir so viele Mails bekommen und so viel Zuspruch. Also mit so einer Zahl konnten wir gar nicht rechnen. Wir haben selber noch vieles neu gelernt und Initiativen und Aktivitäten, von denen ich zum ersten Mal da gehört habe. Das war wirklich also auch sehr lehrreich, sehr schön und sehr bestätigend. Was uns vollkommen überwältigt hat, war die Vielfalt der Einreichung. Und da sind eben auch Sachen dabei gewesen, von denen ich selbst noch nie gehört hatte, weil es ist schon so, dass hier eine ganze Menge an Literatur geschieht, aber so ein bisschen unter der Oberfläche, von denen so die breite Öffentlichkeit oft gar nichts mitbekommt. Also damit meine ich jetzt auch nicht, also Literatur in allen Facetten. Also es beginnt ja schon damit, dass viele Übersetzerinnen und Übersetzer hier leben, die wirklich bekannte Sachen übersetzt haben, wie zum Beispiel der Übersetzer der Werke von J.R.R. Martin, von den Game of Thrones Büchern, der lebt hier in Köln. Der Übersetzer von Karl-Uwe Knausgard lebt hier in Köln. Das sind schon solche Facetten der Literaturszene, die mir selbst gar nicht bekannt waren. Und davon gibt es noch ganz, ganz viel mehr. Und das alles stellen wir jetzt mit dieser Literaturnacht dar und hoffen, dass viele Menschen vieles entdecken. Was können Sie zum Spektrum der Veranstaltung sagen? Also es gibt was für Kinder, eine Stadtführung mit Böll unterwegs, Comics, was können Sie noch sagen? Also ich freue mich, dass Sie die Comics erwähnen, weil das wirklich ein sehr schöner, lebendiger Bereich, auch dieser erzählenden Szene ist, möchte ich jetzt mal sagen, der Comic ist ja die neunte Kunst und ich finde es großartig, dass sich jetzt da 9, 10 Comic-Zeichnerinnen und Zeichner gefunden haben, die gesagt haben, wir wollen uns mal richtig darstellen. Das ist ja ein ganz großer Block tatsächlich in der Literaturnacht. Aber daneben gibt es natürlich vor allen Dingen sehr viele Lesungen. Es gibt auch ein paar Gespräche. Wir wollten aber auch nicht vergessen, dass wir ja hier in einer Stadt sind, in der auch große Schriftstellerinnen und Schriftsteller gelebt haben, also heute nicht mehr leben. Heinrich Böll, Dieter Wellershoff, Irmgard Keun, auch die ja eine sehr wichtige Stimme ist. Das heißt, es gibt auch Werke von denen, die vorgetragen werden. Aber es gibt auch Workshops, also es werden auch Menschen ermutigt zu schreiben. Und also das bildet wirklich ein ganz großes Spektrum ab. Uwe, was fällt dir noch ein? Jetzt bin ich ja selber von der Zahl überwältigt. Also ich finde zum Beispiel sehr spannend, die Lübbe Audio öffnet die Tonstudios. Man kann dabei sein wie ein Hörbuch. Entsteht. Es gibt eine Lesung in der Uniklinik selber. Das ist auch sehr, glaube ich, ein ganz beeindruckender Programmpunkt. Wir haben so Kulturperformances im öffentlichen Raum mit Künstlerinnen und Künstlern, die dann eben Literatur draußen vortragen, indem man mit denen läuft. Wir haben ja Gold und Beton am Eberplatz als Location, was bestimmt auch sehr reizvoll ist. Sehr witzig wird wahrscheinlich die literarische Fuck-Up-Night, in dem es um gescheiterte Romanprojekte geht. Es ist wirklich... Wo ist diese Fuck-Up-Night? Wo ist die? Aber es ist auf jeden Fall die letzte Veranstaltung und ragt hervor. Das ist ja erstmal überwältigend. Wie soll man da so seinen Plan machen für den Abend? Was empfehlen Sie da? Ja, ich versuche mir selber auch einen Plan noch zu basteln, obwohl ich ja einen Teil der Zeit auch im Literaturhaus verbringen werde. Also ich finde, dass man auf jeden Fall vorbeischauen muss bei den Comics, weil das ein tolles Angebot ist. Wir beginnen schon um 16 Uhr dort in der Traumathek. Aber es gibt
ein Programmheft und in dem ist das, sind die ganzen Angebote tatsächlich auch nach Uhrzeiten sortiert, auch dargeboten, eines Teils. Es gibt aber auch eine andere Art von Sortierung, da sieht man, wie man sich eigentlich Wege gestalten könnte, insofern wir überlegt haben, welche Stadtteile liegen beieinander, wir haben die Sachen zueinander gruppiert, sodass man tatsächlich von Ort zu Ort wechseln kann, wie ich behaupte, innerhalb von 20 Minuten. Und da die Struktur so ist. Was hat das mit den 20 Minuten auf sich? Die 20 Minuten sind insofern wichtig, weil wir gesagt haben, jeder Auftritt bei der Literaturnacht ist nicht länger als 40 Minuten. Also es beginnt immer auf die volle Stunde. 40 Minuten wird gelesen, über Literatur gesprochen, gezeichnet, was auch immer. Und dann ist vorbei, 20 Minuten hat man Zeit, zu einem neuen Ort zu gehen. Dass viele Veranstaltungen mehrere Termine haben, die sind dann zum Beispiel 19 Uhr, dann nochmal um 21 Uhr, sodass man, wenn man den einen Termin nicht schafft, den vielleicht den späteren machen kann und das mit das andere wiederum kombinieren kann. Auf der Webseite ist es eben auch so, dass wir auf der Startseite ist das Programm komplett chronologisch. Dann gibt es noch eine Sortierung nach Stadtteilen, also zumindest so nach den ja, also Innenstadt, Südstadt, sodass man eben gucken kann, wo bin ich zuerst, wo möchte ich hin. Man kann nach den Mitwirkenden schauen, man kann nach den Veranstaltungsorten schauen. So, ich glaube schon, man muss ein bisschen gucken, was ich haben möchte und sich so ein bisschen eine Route zurechtlegen, aber ich glaube, für jeden ist da was dabei. Und dann lohnt sich dieses Gesamtticket ab zwei Veranstaltungen schon, ne? Also 21 Euro kostet das, glaube ich. Ja, genau. Wir denken, dass das ein sehr, sehr fairer Preis ist. Inklusive KVB-Ticket natürlich, ne? Genau, damit kann man ja auch anfahren, wenn man es sich vorher besorgt. Und es ist etwas, wenn man sich jetzt überlegt, wie viel normalerweise eine reguläre Lesung kostet, das sind ja gut immer 10 Euro schon. Jetzt mal so ganz, das ist einfach eine kleine Rechenaufgabe, die sehr, sehr leicht zu bewältigen ist. Herr Krankowski, wie werden Sie denn persönlich die Literaturnacht verbringen? Also ich werde wahrscheinlich die meiste Zeit in der Commedia sein. Die Commedia, die haben wir als Verein gemietet für den Abend, die Räume. Da treten zum Beispiel Navid Kamani oder Melanie Rabe auf. Und für uns als Verein ist es so unser Stützpunkt während der Literaturnacht. Und da sind eben diese Veranstaltungen, die wir selbst ausgerichtet haben. Noch vielleicht was zu den Verlagen, die sich beteiligen. Sind ja alle großen Verlage dabei, glaube ich, ne? Ja, große und kleinere auch, wie zum Beispiel die Parasitenpresse, die Adrian Kasnitz hier betreibt, schon seit mehr als 10 Jahren. Und die kann man zum Beispiel kennenlernen, wenn man die Buchhandlung Klaus Bittner besucht. Da stellen die sich nämlich vor. Und das zeigt im Grunde das Schöne auch an dieser Idee, dass sich viele zusammengetan haben. Und wenn man jetzt sagt, Parasitenpresse ist bei Bittner, dann hat sich aber Bastei Lübbe dafür entschieden, auch so ein wichtiges Aspekt der eigenen Arbeit zu zeigen mit den schon erwähnten Hörbesuchen in den Tonstudios. Und Kip Moheuer und Witsch macht was in eigenen Räumen. Dumont geht aber mit einer Autorin, mit der wunderbaren Mariana Leki, in die Artothek. Also man sieht, allenthalben gibt es Verknüpfungen, Verbindungen, Buchhändler haben sich mit Autoren zusammengetan. Das ist schön, dass ich eigentlich sagen würde, man kann gar nicht auf sagen wir mal, nur die Verlage sich konzentrieren. Es haben eben alle sich was überlegt, sie haben miteinander gesprochen. Ich glaube, daraus kann auch künftig sein. Also man kann sich informieren auf der Webseite kölnerliteraturnacht.de. Karten gibt es schon. Karten gibt es bei Köln-Ticket im Vorverkauf. An vielen Veranstaltungsorten wird es auch eine Abendkasse geben. Und den Prospekt, den findet man wo? An ganz vielen Orten in der Stadt. Bei allen Mitveranstaltern liegt es aus, aber in allen Buchhandlungen sollte sie liegen. Und wenn man den Prospekt eben nicht mehr findet, dann kann man sich auf der Homepage ganz wunderbar informieren.